Ja, mir geht es da nochmal um die Kinder und vor allen Dingen um die Schulen. Wir haben ja zu Beginn der Pandemie relativ wenig Daten gehabt über die Pandemie. Das hat sich ja im Wesentlichen auch nicht geändert. Deswegen tut man sich ja wahrscheinlich auch mit der Evaluierung der Maßnahmen so schwer. Was wir aber von Anfang an schon wussten und diejenigen, die einen guten Menschenverstand haben, die konnten das auch ohne Studien schnell herausfinden, dass die Schließung von Kitas und von Schulen, von Spielplätzen, der Wegfall von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, der Kontaktverbot für Kinder, dass das natürlich immense, ganz, ganz schreckliche und schlimme Auswirkungen auf unsere Kinder und Jugendlichen haben würde. Wer diesen Menschenverstand nicht besitzt, der konnte sie gerne auch die vielen Studien zu Hilfe nehmen. Da gab es ja unterschiedlichste, von die COPSI-Studie aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf oder die Leipziger Studie oder jetzt kürzlich ein DRK-Report. Die haben alle gezeigt, dass die psychischen Probleme von Kindern und Jugendlichen massiv zugenommen haben. Essstörungen, Depressionen, massive Gewichtszunahmen, also wirklich massive Probleme, die unsere Kinder gehabt haben. Und wir können bis heute nicht nachweisen, dass Schulschließung irgendwie geholfen hätte, den Kindern im Sinne der Pandemiebekämpfung oder der Hilfe vor dem Virus zu irgendwas Gutes zu tun. Die Kinder sind keine Pandemietreiber, sie haben auch nicht unter dem Virus gelitten, aber was wir ganz sicher wissen, dass sie eben unter den Maßnahmen gelitten haben. Und deswegen kann ich nur jedem, der auch nur irgendwie drüber nachdenkt, im Herbst wieder solche drastischen Maßnahmen zu ersinnen, nur sagen, Hände weg von unseren Kindern. Wir dürfen unseren Kindern das nie wieder antun. Es muss eine Garantie geben für einen Präsenzunterricht, für offene Kitas und offene Schulen. Die Kinder, die damals schon schwer hatten, die sind so weit zurückgefallen und das dürfen wir unseren Kindern nie wieder anschauen. Also wenn ich mir anschaue, ich habe da gerade ein Bild, wie die zweijährige Enkeltochter von meinem Mann, wie das Kind freudestrahlend angerannt kommt und sie darf aber den Opa nicht umarmen und nicht wegen, so, was passiert mit so einem Kind, wenn das ist ja ein, sie hat dieses Bedürfnis, den Opa, sie ist voller Liebe zu umarmen, nein, das darfst du nicht. Ja, was passiert da? Da passiert ganz viel. Das ist doch, wie können diese Menschen noch überhaupt soziale Kontakte später aufbauen? Wie werden die groß? Gerade in diesen jungen Jahren, wie werden die groß? Das ist furchtbar, das ist entsetzlich. Und auch dieses Unverständnis und diese Enttäuschung, die Unsicherheit, dass sie jetzt nicht auf den Opa zu darf, ja? Das bleibt. Das bleibt. Das bleibt, absolut. Ja. Gerade wenn die so klein sind. Ja. Die kennen ja gar nichts anderes. Die sind ja aufgewachsen. Und dann haben sie alle schon das Handy. Es geht ja nur noch über Handy dann bald. Also Herr Broder, Sie haben auch ein Enkelkind. Wie haben Sie das gehandhabt in der Pandemie? Und kann es sein durch Lauterbach, dass wir bald wieder die Schullockdowns haben? Ich habe es gar nicht gehandhabt. Unsere Tochter und ihr Mann haben das wunderbar gehandhabt. Ich glaube, das Kind ist ziemlich normal geworden. Das Kind durfte sie auch sehen und auch umarmen. Ja, natürlich. Das Kind ist normal und gut drauf. Es kommt nach mir. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich muss noch eins vielleicht dagegen sagen. Wir reden ja über Deutschland. Aber die Situation, die Sie beschreiben, ist keine deutsche Spezialität. Diese Pandemie und der Umgang mit der Pandemie hat diese Gesellschaften atomisiert. Aber Schweden zum Beispiel hat die Schulen nicht geschlossen. Schweden hat die Schulen nicht geschlossen, Island hat die Schulen nicht geschlossen. Aber im Großen und Ganzen war ganz Europa unter einem unglaublichen Schock. Aber Deutschland ist auf Platz 1 der härtesten Corona-Maßnahmen. Wir haben es wirklich geschafft, der Spitzenreiter zu sein in der Härte. Das weiß ich. Es gab in Frankreich und Italien unglaubliche... Aber wir haben es am längsten durchgezogen, die Lockdowns. Ja, weil wir immer die Besten sein wollen. Ich bitte Sie, beim Umweltschutz die Besten. Aber leider nicht mehr bei allem. Ja. Aber lassen Sie mich noch mal sagen, nein, diese Gesellschaft hat deswegen ein gestörtes Verhältnis zu Kindern, weil sie selber vollkommen infantil ist, diese Gesellschaft. Schauen Sie sich mal nur 3 Tage RTL oder ARD an. Die totale Infantilisierung. Und Sie haben ja nicht nur die Kinder, die aus schwierigen Haushalten kommen, Sie haben diese ganze verwahrloste Mittelstandsblase, die jeden Freitag für Friday for Future auf die Straßen geht. Ich habe mich in dem Milieu umgesehen und ich war ein paar Mal versucht, einem Kind eine Ohrfeige zu geben, wenn es mir zum Beispiel sagte, es geht nicht mehr zur Schule, weil die Welt geht sowieso unter. Und das ist... Aber Herr Broder, da können Sie ja nicht mit einer Ohrfeige reagieren. Ich habe es auch nicht gemacht. Die Angst des Kindes spüren und denken, wer hat den Kindern das eingeredet? Ja, man muss dem Kind eine zweite Chance geben. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Ich habe ja auch nicht zugeschlagen. Ich sagte nur, ich entdeckte furchtbare Abgründe in mir. Angesichts dieser Rotzlöffel, die mir erklären, wie die Welt funktioniert. Und sie haben eine Vergöttlichung von Kinderwerten. Ich meine, wenn ich Kinder sehe mit dem Plakat, wir haben keine Plan,
Wir haben keinen Planet B. Aber da konnten die ja wenigstens noch demonstrieren, auf die Straßen gehen. Wenn wir jetzt Frau Suding auch hören mit den Kinderschließungen, ich muss auch sagen, dass ich es furchtbar finde. Es waren Mittelstandskinder, die einfach Angst hatten. Ich glaube, die Auswertung trotzdem, da muss ich nochmal einhaken, was Frau Suding auch sagt, die werden wir erst später sehen. Ja. Also ich habe eine Mitarbeiterin, da sagt die mir, der Dreijährige sagt, Mama, bald darf ich Maske tragen. Oder der erste Lockdown war vorbei, Schule ging wieder an, ein Kind hatte Corona und die Mutter kam auf die brillante Idee, ich könnte ja mein Handy hinlegen, damit sie am Unterricht teilnehmen kann. Das geht in Deutschland dann wegen Datenschutz wieder nicht. Also mal so eine kleine lustige Anekdote. Hier geht ganz vieles nicht. Und das ist halt schwierig. Und was das an Spätfolgen hat, kein Babyschwimmen, kann man sich das mal vorstellen, wer schon ein Baby selber hat. Ich habe einen 26-Jährigen, die waren total isoliert über 2 Jahre. Aber das wird Spätfolgen haben. Wir wissen noch gar nicht, was das alles beim Menschen psychologisch auswirkt, weil das, was Harald Glöckler ja sagt, ich gehöre Gott sei Dank auch dazu, der ein starkes Mindset hat und sich durchsetzen kann. Aber davon gibt es halt leider nicht so viele Menschen, die eine andere Unterstützung brauchen. Und die haben wir echt auch in der Zeit speziell die Kinder allein gelassen. Aber Sie sagen gerade, Sie haben ein starkes Mindset, sind eine starke Persönlichkeit. Das traue ich Ihnen auch zu. Danke. Herr Glöckler ist auch eine starke Persönlichkeit. Wahrscheinlich behaupten das ja auch noch andere von sich in der Runde. Warum haben Sie zum Beispiel als starke Persönlichkeit nichts gegen die Kinder, nichts für die Kinder während der Schulschließung getan? Ich frage mich das schon manchmal. Da lobt man das Mindset und die starke Persönlichkeit. Aber als die Kinder nicht mehr in die Schulen durften, haben wir alle auch nichts gemacht, oder? Na doch, wir haben mit Kinderlachen schon Aktionen gefahren und haben dagegen was getan. Also da sind viele Menschen unterwegs gewesen, aber Sie sehen ja selber, das ist ja das Schwierige. Wir haben ja kaum noch jemanden, das ist auch das, was Sie sagen, infantil, der sich in Deutschland traut, was zu sagen. Du musst ja schon, wenn du eine Meinung hast, die auch öffentlich äußerst, ja, schon Angst haben. Denn deswegen finde ich auch Frau Suding so klasse mit ihrem Buch, dass sie einfach sagt, ich bin da ausgestiegen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Aber wer traut sich das zu machen? Wir müssen ja immer aufpassen, dass wir angepasst sind, ja, nicht auffallen. Ja, und das macht es so schwierig. Denn wie viel Harald Glöckler als Beispiel, auch als als Kunstfigur, wie er selber sagt, als Künstler gibt es denn, die sich auch trauen, was zu sagen. Aber glauben Sie nicht, dass wenn nochmal die Schulen geschlossen werden sollten für die Kinder, müssten alle Erwachsenen auf die Straße gehen? Absolut, glauben bin ich total Sie, dabei. Dass man es nochmal durchlassen bin ich sollte? Total dabei. Jetzt sind wir aber wieder da. Das sind die Menschen, die jede Woche 2:39 am Tag Fernsehen schauen, ja, die in der Pandemie extrem zugenommen haben. Jeder vierte Deutsche ist übergewichtig. Also, und das ist ja die Behäbigkeit, die sich in allen Gesellschaftsbereichen darstellt. Ob in den Schulen, ob bei den Lehrern, ob bei Mittelschicht, ob bei auch Unternehmern. Also wir müssen auch mal Unternehmer sehen. Es gibt ja nicht nur die guten Unternehmen, es gibt ja auch die, die keinen guten Lohn zahlen. Also damit wir uns richtig verstehen, mit Dodoland, uns geht's so gut, habe ich ja eine Streitschrift geschrieben, um keine alle darauf... Keine Buchwerbung, jetzt kommen, wir bleiben bei den Kindern. Aber, nicht, wenn es um die Kinder geht. Hier stimmt Ihre These aber nicht. Hier, 1, 2, 3, 4, ja. Nicht übergewichtig. 1, 2, 3, 4, nicht übergewichtig. Also Sie sehen, das stimmt nicht. Ja. Ich bin nicht übergewichtig, ich bin nur zu dick. Das wäre was anderes. Oder? Ich würde gerne eine letzte Frage zur These von Frau Suding auch an Frau Suding selbst stellen. Und das ist, Sie waren lange in der Politik. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass nochmal auf die Bevölkerung Schulschließungen kommen? Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man so irre sein kann, dass man bei der jetzigen Virusvariante, bei all dem, was man ja schon weiß über das Virus, was man also tun kann, um die Verbreitung zu verhindern, bei all den Maßnahmen, die wir anwenden können, dass man und bei dem Wissen darüber, wie schlimm und wie schädlich die Schulschließungen waren, dass noch irgendjemand überhaupt auf diesen absurden Gedanken kommen kann, nochmals die Schulen zu schließen. Müsste die Politik sich entschuldigen? Ja, aber nicht nur dafür, ja. Da ist, ich glaube, da hatte der damalige Bundesgesundheitsminister recht, dass es da einiges geben wird, für das man sich dass man sie verzeihen sollte. Muss, aber ja. Die Entschuldigung zum Beispiel von Frau Merkel kam ja nicht jetzt zum Beispiel in dem großen Interview, was sie gegeben ja, hat. Ja, und das ist mir ehrlich gesagt am Ende auch egal. Ich möchte einfach, dass es den Kindern besser geht und ich möchte alles dafür tun, dass wir das aufholen können, was da schiefgelaufen ist. Das wird ein Riesenkraftakt und dass wir vor allen Dingen in der Zukunft, und darum geht es vor allen Dingen, nicht die gleichen Fehler machen, um noch weitere Schülergenerationen wirklich abzuhängen und in den Abgrund zu schicken. Herr Glöckler, damit die Kinder jetzt vernünftig aufwachsen, müssen wir Erwachsenen dann vielleicht Vorbild sein und selber auch keine Masken mehr tragen und wir Normalität einkehren lassen? So einfach ist das nicht. Es ist ja nicht jetzt nur die Maske, es sind ja ganz viele Faktoren. Nein, wir müssen ihnen Wege vorzeigen und wir müssen ihnen Möglichkeiten bieten. Und damit sie aus ihrer Welt, aus ihrem Tretboot, aus ihrem Karussell rauskommen, das ist das Wichtigste erstmal. Ja? Und da sehe ich im Moment halt keinen Fortschritt. Da sind wir schon wieder so weit zurückgefallen. Und deshalb möchte ich da mich auch immer wieder stark machen und bringe das Thema an und rede auch darüber. Nicht nur reden, natürlich, wir versuchen auch Dinge zu tun. Aber man muss jetzt auch immer wieder ansprechen, weil... Es ist jetzt so, Kinderarmut, denkt man immer an Afrika, ja, da gibt es auch, aber wir haben die auch hier in Deutschland, ja.
Ja, wir haben sie auch hier in Deutschland. Die Kinder, die sich als arm bezeichnen, haben Eltern, die haben Fernseher, die haben genug Geld für Tabak und Alkohol. Ich gucke ja RTL 2 regelmäßig, ich bin gut informiert. Und ich kann noch mal sagen, es ist nicht die Frage der materiellen Ausstattung. Nein, nein, aber auch Möglichkeiten zu schaffen. Dass das Kind muss so eine Möglichkeit haben, dass es, wenn es bei so Idioten zu Hause lebt und da ist alles gewalttätig, sich irgendwo den tagsüber vielleicht irgendwo anders hin kann. Aber wo soll es hingehen? Ja, und deshalb sind so Einrichtungen wichtig. Die Einrichtungen, Kinder können nichts dafür, dass sie solche Eltern das Kind rauskommt. Ich sage ja nicht, dass sie dafür können. Nee, und deswegen müssen ich glaube nur, dass Ihr Konzept der Allmacht des Staates hier nicht weiterhin. Es geht gar nicht um den Staat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass jedes Kind doch irgendwie die Chance haben muss, einen Zugang zu Bildung zu bekommen, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Ich bin doch nicht dagegen. Ich bin doch nicht darum, dagegen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich verneinen will, dass die Eltern eine Verantwortung haben und dass der Staat alles regeln kann. Aber der Staat kann etwas tun und er hat ein vernünftiges Bildungssystem bereitzustellen, was dann auch offen ist für die Kinder. Ja, und Sie als Politikerin hatten genug Zeit, sich darum zu kümmern. Ja, ich sagte, Sie als Politikerin hatten genug Zeit, sich darum zu kümmern. Sehr gut verstanden. Aber Sie haben nichts dazu gesagt. Ein kleines, Sie haben recht, Herr Broder, wäre mir ganz recht gewesen. Ja, ich glaube, ich habe im Parlament wie keine andere, glaube ich, für dieses Thema immer wieder geworben und die als Oppositionsabgeordnete die Regierung da immer wieder von mir hergetragen. Es hat nicht, vielleicht hätte man noch mehr machen müssen, aber ich glaube, ich habe da. Sie haben ja auch selbst die Reißleine gezogen, wie Ihr Buch heißt. Ja, aber ich höre ja trotzdem nicht auf, mich für dieses Thema einzusetzen, weil das beschäftigt mich ja auch nach der Politik weiter.